Hallo und willkommen zu einem weiteren Siebdruckversand-Tutorial. Hier und jetzt werden wir euch zeigen, wie man Heimtextilien wie zum Beispiel Kissen, Platzdeckchen oder Handtücher im Siebdruckverfahren bedruckt und so aus nichtssagenden langweiligen Blanks tolle Wohnaccessoires zaubern kann. Entweder als Einzelstücke oder auch in größeren Serien zum Weiterverkauf. Also bleibt jetzt dran! Heimtextilien sind für alle Siebdruckerinnen und Siebdrucker ein spannendes Betätigungsfeld. Denn hier eröffnet sich ein nicht ganz uninteressanter Markt. Unbedruckte Rohlinge bekommt ihr nämlich zu ziemlich günstigen Einkaufspreisen, während zeitgleich viele Kundinnen und Kunden ausgefallene Produkte für ihre Wohnlandschaften oder Küchen suchen. Und auch als individuelle Geschenkartikel für Stilbewusste sind solche Produkte überaus beliebt. Die meisten Leute haben von der überall verfügbaren Massenware mit beliebigen Motiven schlichtweg die Nase voll. Und genau da eröffnen sich für euch Möglichkeiten, mit kreativen Ideen und tollen Designs zu punkten. Das Grundprinzip beim Druck auf Heimtextilien ist annähernd das gleiche wie beim Druck auf T-Shirts. Nur in Details unterscheidet sich die Technik etwas. Wenn ihr euch zum Beispiel Platzdeckchen anschaut, dann ist da die Oberfläche offener als bei einem herkömmlichen T-Shirt und es ragen kleine Fasern raus. Das heißt, ihr solltet auf ein gröberes Siebdruckgewebe zurückgreifen, wie zum Beispiel ein 43T, ein 47T oder ein 55T. Und zwar dann, wenn ihr deckend drucken wollt. Soll der textile Untergrund bewusst durchscheinen, also ein lasierender Effekt erzielt werden, dann könnt ihr natürlich auch durch ein feineres Siebdruckgewebe drucken. Auch Kopfkissenbezüge oder Geschirrhandtücher fallen durch ihre vergleichsweise grobe Oberflächenstruktur auf. Und das heißt, wenn ihr auf diese Untergründe genügend Farbe auftragen wollt, solltet ihr auch hier auf grobe oder mittlere Siebdruckgewebe zurückgreifen, also 47T oder 55T. Was die Farbwahl anbelangt, würden wir bei allen Textilien, die direkten Hautkontakt haben, zu wasserbasierten Farben raten, da sich diese weicher anfühlen. Sinn macht das also bei Kissenbezügen, Handtüchern oder Servietten. Habt ihr hingegen Tischdecken, Läufer, Vorhänge oder Wandteppiche, dann könnt ihr dafür natürlich auch Plastisolfarben benutzen. Üblicher ist es aber auch hier, wasserbasierte Farbe zu benutzen, wie zum Beispiel unsere Texprint AQ. Ansonsten erklärt es sich ja wahrscheinlich von selbst, dass ihr für so ein Kissen eine Druckplatte mit entsprechender Größe braucht. Wenn ihr die Kissenbezüge nicht nur auf Hobby-Ebene für den Privatgebrauch bedrucken möchtet, sondern die Produkte eher kommerziell auf Märkten oder im Netz anbieten werdet, dann können wir euch empfehlen, Motive mit Nischen- oder Lokalbezug zu wählen oder eben ein un- bzw. außergewöhnlich schönes Design anzuwenden. So ein fertiger Bezug kostet im Einkauf, je nach Größe und Qualität, nur 1 oder 2 Euro. Und im Verkauf sind es dann im Regelfall 13, 14 oder sogar 15 Euro. Also durchaus spannend, oder? Auch sehr beliebt und fast noch leichter zu bedrucken sind Geschirrhandtücher. Handtuch auflegen, Motiv ist schon ausgerichtet und einfach losdrucken. Zu achten ist hier neben dem schönen Design vor allem darauf, dass die Farbe nicht so sehr aufträgt. Also verdünnt die Deckfarbe etwas oder nehmt am besten gleich dünnflüssigere Farben. Bei gröberen Oberflächen, wie zum Beispiel bei solchen Platzdeckchen, darf der Farbauftrag dann ruhig etwas satter sein. Am Ende ist es aber auch immer etwas von eurem Design abhängig. Schwach bedruckt kann halt auch stilecht nach Used oder Vintage aussehen. Okay, ich hoffe, wir konnten euch mal wieder ein paar Anregungen verschaffen. Wenn ihr uns an euren Druckprojekten teilhaben lassen möchtet oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann markiert uns einfach oder verseht eure Posts bei Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Siebdruckversand. Solltet ihr Fragen haben, dann ruft einfach kurz an oder lasst uns eine E-Mail da. Und wenn ihr es nicht schon längst tut, dann abonniert doch gleich unseren YouTube-Kanal. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich auf die kleine Glocke drücken, denn dann könnt ihr ganz sicher sein, dass ihr keines unserer neuen Videos mehr verpasst.